Johanneskirche. Wir begrüßen Sie in der Johanneskirche. Über das Datum des Baus als Kapelle haben wir keine Angaben. Heute ist es eine Kirche. Es ist am Außenrand der damaligen Stadt Almaden gebaut. Es ist bekannt, dass während des Aufenthalts der Familie der deutschen Bankiers Fugger, Besitzer des Werkwerks von Almaden, in der Stadt ein Kaplan war, der drei wöchentliche Messen für das gute Gelingen des königlichen Bergwerks und der Fabrik feierte. Die Bergbauanstalt als Eigentümerin des Grundstücks hatte das Recht, jedes Jahr den Kaplan des Gefängnisses für Zwangsarbeit und dieser Kapelle zu bestimmen. Im 18. Jahrhundert hatte die Bruderschaft Nuestra Señora del Rosario, die im Jahr 1732 gegründet wurde, ihren Sitz in diesem Tempel. Als der Priester und Bruder Herr Juan Cayetano Zumajo im Jahr 1756 starb, hinterließ er Hinweise, dass er in der damals sogenannten Johanneskapelle beigesetzt werden sollte. Da es sich um das Eigentum der Finanzamt handelte, musste man, um ihn zu begraben, den Aufseher der Mine um Erlaubnis bitten. Aus dem gleichen Grund wurden in folgenden Jahren die sterblichen Überreste des ersten Direktors der Mine, Carlos Köhler, beigesetzt. Vom Glockenturm und der Uhr ist heute keine Spur mehr vorhanden. Das Sichtmauerwerk und die Steinfassade stechen hervor. Es hat einen kleinen Glockenturm und darunter eine Rosette in den Raum, der früher von einer Uhr eingenommen wurde. Im Inneren befindet sich eine Wendeltreppe, die zum Chor führt. Der obere Teil wird von einem geschwungenen Halbsockel gekrönt, der wiederum als Basis für einen kleinen Tempel dient, der von einem dreieckigen Giebel gekrönt wird. Auf dem Hochaltar stechen die Figuren des heiligen Johannes, des Täufers und des Christus der Bergleute hervor. Am Fuß der Treppe, die zum Gebäude hinaufführt, befindet sich ein Zugang, der als Drehbank von San Juan bekannt ist, eine Folge der Ausweitung der Bergbauarbeiten im 18. Jahrhundert. Nun verlassen wir diesen Ort, aber Sie können weiterhin mehr über Almaden erfahren, wenn Sie zum nächsten Punkt von Interesse weitergehen.